Die Charakteristiken der verschiedenen HBS-Schrauben und das Freihandinstrumentarium bieten hervorragende Möglichkeiten zur minimalinvasiven Versorgung von frischen Skaphoidfrakturen, wobei die hohe Kompressionsschraube zusätzlich eine exzellente Fixierung des eingebrachten Spongiosa-Blocks zur effektiven Behandlung von Pseudarthrosen bietet. Mit der HBS-Minischraube können aufgrund ihrer minimalen Durchmesser auch kleinste Fragmente fixiert werden. Das System wird prinzipiell in zwei unterschiedliche Module unterteilt. Zum einen in das HBS-Standardmodul mit den kannulierten Schrauben und zum anderen in das HBS-Mini-Modul. Das HBS-Standardmodul beinhaltet zwei unterschiedliche Schraubentypen. Die HBS-Schraube mit Standardkompression und die HBS-Schraube mit hoher Kompression. Aufgrund der unterschiedlichen Gewindesteigungen erzielt die hohe Kompressionsschraube ca. 35% mehr Kompression. Beide Schrauben sind kannuliert für einen 1 mm dicken Kirschnerdraht. Sie werden in den Längen von 10 bis 30 mm in 1 mm Abstufung angeboten. Die Schrauben weisen an beiden Gewinden eine doppelte Schneide auf, die das Einbringen der Schraube stark vereinfacht. Beide haben einen Schaftdurchmesser von 2,2 mm. Die HBS-Standardschraube wird bevorzugt bei frischen Frakturen eingesetzt, während die HBS-Schraube mit hoher Kompression in erster Linie bei Pseudarthrosen verwendet wird, da durch die Knochenblockeinbringung zwei Knochenkontaktflächen unter Kompression gebracht werden müssen. Alle Schrauben besitzen die selbsthaltende T-Drive-Aufnahme. Dies ist ein konischer, sternförmiger Schraubenkopf, der durch sein technisches Design eine optimale Kraftübertragung ermöglicht und so ein Durchdrehen des Schraubendrehers verhindert. Im Führungshandgriff wird die Bohrhülse fixiert, wobei die Einkerbung genügend Platz für das distal liegende Trapezium lässt. Durch die Bohrhülse wird dann die Reduzierhülse eingeführt. Das Instrument wird am distalen Pol des Skaphoids platziert. Zur Fixierung der reponierten Fragmente bei der frischen Fraktur oder des eingebrachten Spongiosa-Blockes bei der Pseudarthrose können durch die Steckvorrichtungen im Führungshandgriff weitere Kirschnerdrähte zur Verhinderung von Fragmentrotationen parallel eingebracht werden. Mit Hilfe einer speziellen Gewebeschutzhülse wird die Platzierung des Führungsdrahtes erleichtert. Dies gilt insbesondere für die minimalinvasive Technik. Durch die Reduzierhülse wird nun der Führungsdraht unter Röntgenkontrolle in das Skaphoid bis zur gegenüberliegenden Corticalis eingebracht. Nun wird die Messhülse bis zum Anschlag auf der Reduzierhülse über den Führungsdraht geschoben. Bei der Längenmessung ist unbedingt darauf zu achten, dass die Bohrhülse mit den Spitzen direkt auf dem Skaphoid aufsitzt oder gegebenenfalls die Distanz von 2 mm bei der Längenmessung abgezogen wird. Um die entsprechende Länge am Bohrer einzustellen, wird die Rändelschraube geöffnet und auf die korrekte Länge geschoben. Der eingestellte Messwert entspricht der letzten noch sichtbaren Zahl auf der Skalierung bei wieder komplett geschlossener Rändelschraube. Der Bohrer kann nun maschinell eingebracht werden. Am Ende des Bohrvorgangs sollte radiologisch bei liegendem Bohrer kontrolliert werden, ob über die gesamte Länge des Skaphoids aufgebohrt wurde. Mit dem Schraubendreher wird die entsprechende Schraube über den Führungsdraht eingedreht. Einen halben Zentimeter vor der Bohrhülse wird der Schraubendreher entfernt und der Führungsdraht entnommen. Dies verhindert ein Abdrehen der Spitze des Führungsdrahtes. Am Ende sollte die Schraube komplett im Knochen versenkt sein.